So, ich analysiere jetzt die Partie, die ich gegen Magnus Carlsen im Alter von 16 Jahren gespielt habe in der Play Magnus App. Und ich habe mit den schwarzen Steinen gespielt. Magnus im Alter von 16 sehr, sehr stark. Ich glaube, mindestens Elo 2,6. Insofern, es war schon mal klar, dass das ein ganz harter Knochen hier werden würde. Wir hatten die schottische Eröffnung auf dem Brett. Ich habe mich auf die besonders scharfe Variante Springer F6 eingelassen. Was tatsächlich auch ganz gut funktioniert hat, im Nachhinein, kann man sagen. Hier F6 ist eine relativ solide und einfache Variante für Schwarz. Das kann man sich merken. Und jetzt Dame E4, Springer B6. Genau, das ist diese Variante. Schwarz bekommt den Bauern auf C4. Die Damen sind früh getauscht. Ziemlich safe. Computer sagt auch, ist komplett ausgeglichen. Und das Schöne ist, trotzdem gibt es Gewinnchancen. Wir haben ein gewisses Ungleichgewicht auf dem Brett, insofern gute Wahl für Schwarz. B3, Springer D6, auch das der beste Zug hier. Wir hatten auch andere Züge überlegt, aber Springer D6, diese Struktur einzugehen, mit C schlägt D6, das war alles absolut in Ordnung. Und Stockfisch sieht Schwarz sogar minimal vorne. Kurz Rochade, auch bester Zug. Nee, Läufer E3, D5, bester Zug, F3. Und jetzt tatsächlich Läufer C3 Schach. Das ist sehr ungewöhnlich. Läufer C3 Schach. König F2 und dann D4. Tatsache, da habe ich kurz drüber nachgedacht, aber irgendwie kam mir das ein bisschen komisch vor. Deshalb König E2 und jetzt A5. Aha, Läufer C3 wäre hier Verbesserung gewesen. Aber ja, irgendwie ein bisschen strange, den Läufer auf diese Diagonale zu stellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand direktes A5 fand ich auch sinnvoll. König nach F2. D4. Ja, D4 ist gut, auch gut. Okay, wunderbar. Läufer G5 und jetzt C. Aha. C5, doch, C5. Turm F5 war ein Fehler. C5. Und unser Freund Gustav hatte es ja vorhin auch gesagt. Genau minus 1,1. Und danach hat sich unser Freund Gustav, wollte sich rausreden, meinte, er hat nicht mit der Engine geschaut. Aber wenn die Bewertung genau übereinstimmt hier mit minus 1,1, dann ja. Was soll ich dazu sagen? Gustav, bist du noch da? Wir haben dich entlarvt. C5. Ich habe den nicht gemacht, weil ich dachte, Läufer E7. Aber jetzt Turm F5. Ich hatte nämlich das überlegt. Ja, aber selbst das. Aha, König F7 und jetzt Läufer schlägt C5. Läufer H6. Aha, wow, okay. Und der Turm kann nicht den Bauern, den Läufer gedeckt halten. Turm C2, D3. Ach so, nee, D6 sogar. D6 wegen der Fesselung. Ah, schön, ja. Und Turm C4, D5. Ja, schön. Schön, schön, schön. Ja, dann wäre es das gewesen hier. Wenn ich C5, das wollte ich ja die ganze Zeit spielen, aber ich habe es nicht so richtig zum Laufen gebracht. Ich dachte, Läufer F8. Okay, auch das ist ein bisschen besser für Schwarz, aber fand ich nicht so schön. Aber dann ist das der richtige Weg hier. Turm C1, Turm C8, ja, das ist der Weg. Und dann A4. Und Schwarz steht besser. Schwarz steht klar besser sogar. Tatsache. Okay, ja. Gut, man muss natürlich sagen, auch nach Läufer E7 könnte ich auch Turm F5 spielen. Ich weiß nicht, warum habe ich das verworfen letztendlich? Ich dachte G4 jetzt hier, genau. Turm D5. Ja. Tja, habe ich nicht richtig eingeschätzt. Das wäre wohl klarer Vorteil gewesen für Schwarz. Ich habe Turm F5 gemacht. Danach ist es ausgeglichen. H4. Turm B5 war auch ein bisschen langsam. Ich sollte wohl direkt C5 spielen. Ich dachte, der Turm steht hier nicht so dolle auf F5, aber doch endlich mal C5 durchsetzen, weil das Problem war, dass ich in der Partie das gar nicht mehr so hinbekommen habe, dass sich die Bauern gegenseitig decken können. Auch das ist besser für Schwarz. Turm B5, Turm C1, jetzt direkt A4, mein Stockfisch. Oder Läufer F8. Läufer F8. Ah, Läufer F8 gefällt mir gut, um A4 vorzubereiten. Hatte ich leider nicht auf der Rechnung. Ich dachte erstmal König ran. Kann nicht verkehrt sein. Auch hier wieder Läufer F8. Ja, Turm AB8 war, glaube ich, jetzt verkehrt. Läufer F8 sieht gut aus. Und Schwarz behält immer noch ein bisschen Vorteil. König D3, A4, König schlägt D4, warum nicht? Schlägt, schlägt. Turm A2, ja, Schwarz wird sehr aktiv, okay. Ja, okay.
Läufer F8, das war so ein wichtiger Zug hier. Das Problem ist nämlich, wenn ich C5 direkt spiele, dann weiß immer A4, vertreibt meinen Turm, schlägt auf C5. Und deshalb muss ich erstmal das vorbereiten mit Läufer F8 und dann C5. Oder A4, B4. Die Variante gefällt dem Computer auch. Turm B8. Weil ich auf A3 auch C5 spielen kann, ne? Weil doch Turm C4. Okay, Läufer F8 gefällt mir besser. Erst noch vorbereiten. Turm B8. Oh, jetzt ist Weiß sogar schon ein Vorteil nach Turm C4. Minimal. Turm B4, bester Zug. War auch irgendwie mangels Alternativen. König D3, leichte Ungenauigkeit. Turm BC1 ist wohl besser. Okay. So, schlägt, schlägt. Turm B5, bester Zug. D5. Achso, H6 habe ich gemacht. Man kann auch D5 direkt machen. H6, Läufer D8, bester Zug. D5, König D3, A4, Turm E7, König F8. Ah, König F8, Benny, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt. Es war ein Fehler. König F8 war ein Fehler. Doch nach G8. B schlägt A4, Turm B4, Turm C7. Ja, und diese Variante tatsächlich spielen hier. Ah, und jetzt wieder Läufer E5. Okay. Läufer F5 mit der Idee, Läufer F4 und dann D3. So wird ein Schuh draus hier. Und das reicht wohl jetzt als Gegenspiel hier mit Weiß. Siehst du mal, ja. Hast du recht gehabt. Hast du recht gehabt. Ich dachte irgendwie, es wäre besser, mit dem König noch hier die Möglichkeit zu haben, ranzulaufen, aber. Ja. Nee, König G8. Was ist mit Turm C5 hier? Das hatte ich ja auch überlegt. Jetzt will er Dauerschach geben direkt. Turm C7 geht auch. Ja, ist alles Remis, alles Remis. Okay, König F8. Jetzt. Turm B7, starker Zug, bester Zug. Turm C3 Schach nicht so gut. König G8 sollte ich jetzt immer noch machen, einen Zug später. Ja, Läufer E5. Läufer E5 ist ein Fehler. Nee, das Turm C3 war okay. C5 soll ich jetzt doch spielen. C5? Nee, der Computer weiß selber nicht, was hier los ist. Der ist hier auch ständig am Schwenken. Jetzt meint er wieder, weiß zum Vorteil. Ist einfach eine richtig schwere Stellung. Jetzt sieht er Weiß wieder vorne. Warum habe ich C5 nicht gespielt? Ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst vor A5, ne? Aber jetzt wieder, okay. Ist wieder eine ähnliche Variante hier. Okay, ja. Ist wieder eine ähnliche Geschichte. Computer meint Läufer E7 Schach. Läufer D6, darauf muss man mal kommen, aber ich glaube, es ist Prophylaxe, dass Schwarz nicht Läufer E5, Läufer F4 spielt. Okay, sehr, sehr schwierig. Also, ich habe Läufer E5 gespielt, Rot Läufer F4, das muss Weiß verhindern, Läufer C7, schlägt, schlägt. König E8, bester Zug, H5, C5, bester Zug, A5, König D8, bester Zug, Turm A3, bester Zug. Ja, wir haben ja festgestellt, dass König C8, Turm B3, es verliert einfach. Ja, es verliert. Okay, Turm A3, Turm B5, Schach. Schach auch wieder richtig, noch einen Schach zu geben. Ne, Turm C3 kam nicht, Moment. D3 habe ich jetzt gemacht. Zum Glück. D3 muss ich mal aufwerten hier. D3 habe ich jetzt gemacht. Aber der Computer meint König D7. Das war ja meine erste Idee, ne? Und dann habe ich so ein bisschen mich von D3 verleiten lassen. König D7, Turm schlägt C5, König D6. Doch so, doch so. Ja, doch so. Turm B5. Ja, das habe ich überlegt. Genau diese Variante habe ich gerechnet. So, und da war ich mir nicht sicher jetzt. Turm schlägt H6. Aber hier, Schwarz bekommt genügend Gegenspiel mit dem Zentrumsbauern. Aktuell habe ich zwei Bauern weniger. Aber es gibt genügend Gegenspiel hier. Wegen König D4 und Turm A2. Ja, das sind eben immer solche Varianten. Ich hatte Turm A2 überlegt hier auch. Aber das ist verloren tatsächlich. Ja, das ist verloren. Ja, aber auch weniger. Okay, das wäre auch... Das wäre auch eine harte Variante gewesen. König C6, Tatsache. König B2, Turm A4. Okay. Ja, das scheint zu halten. Das scheint zu halten. Okay, schauen wir uns die Partie an. D3 Schach.
Ja, König B2 ist ein Fehler. König D2 muss er machen. König D2 muss er machen. Jetzt steht er wohl. Steht er auf Gewinn? Ich dachte C4, Turm schlägt D5. König E7. Ja, das haben wir doch gerechnet hier. G4, jetzt Turm A2 Schach, König C3. Naja, ich dachte, hier hätte ich jetzt genügend Gegenspiel mit meinem D2, C3, aber er ist auch immer schnell mit seinem Spiel, ne? Das ist das Problem. D2 macht er A6, ja, er ist auch immer schnell. Ja. Wobei der Computer, der checkt auch nicht, was hier los ist. Jetzt meint er wieder 0,7. Das ist ja sehr nahe am Remis. Der weiß auch nicht, was hier los ist. Turm D8. König E5, jetzt wird der König aktiv. Pff, noch nicht mal Stockfish checkt, was hier los ist. König E6. Turm D4. Ah, vielleicht ist das auch noch zu halten. Vielleicht ist es auch noch zu halten, aber es wäre auf jeden Fall noch deutlich enger gewesen. D2, A6, König E5, König C5. Was sind denn das für Varianten hier? F4 Schach. König B4 wieder. Eieiei. Das erinnert mich ein bisschen an die eine Partie, die ich auch mal gegen Magnus hatte hier in der App, wo es auch am Ende noch so ganz strange Remis wurde. Okay, gut. Also wir halten fest, König D2 vermutlich ein besserer Gewinnversuch als König B2. D2 ist korrekt, Turm D3 ist korrekt. Turm B1 hat er nicht gemacht. Ne, er hat A6 gemacht. Ne, er hat König D1 gemacht. Genau, Turm B1. Boah, nein. Ah. Turm D3. So, Turm B1 könnte ich einfach Turm A3 machen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Oder C4, ist auch okay. Aber Turm A3 ist besser. Warum eigentlich? Turm A1, König C7, A6, König B8, Turm D1. Ach so. Ah, das wäre ungünstig. Okay. Ne, Turm B1, einfach direkt Turm A3. So, deshalb König D1 gespielt. C4, A6, C3, Turm B1. Ja, das ist wichtig, Turm B1, einziger Zug. Weil nach Turm C5, Turm E3 gewinne ich sogar. Ja, wegen der Drohung Turm E1. Turm B1, also hier droht C2 nebst Umwandlung. Deshalb Turm B1. Turm E3. Ja, hier war noch eine wichtige Variante, die hatte ich dann auch gezeigt. Ich dachte, der König C7 würde funktionieren. Ja, okay, nach A7 kann man immer auch C3 machen, aber das war nicht die Idee, sondern Turm A3. Turm schickt D5. Und jetzt dachte ich C3, aber jetzt hat Weiß A8 Dame und lenkt ab und schlägt auf C3 und das. Selbst das, selbst hier hat man noch Chancen, echt? Nur 1,3 für Weiß? 5, G4? Ach, weil man jetzt den Blockade. Die Blockade machen kann oder was? Das ist Remis. Krass. Krass. Diese Turmenspiele. Diese Turmenspiele, ne? Sogar das ist Remis. Krass, krass, krass. Und König C6 ist sogar noch besser. Stimmt, natürlich. Warum denn auch den C-Bauern abgeben? Ja, das ist mit dem C-Bauern bestimmt genügend Gegenspiel. Das wäre noch eine sicherere Alternative gewesen hier. Also, ja, einigermaßen. C3 ist aber, ist richtig. Ne, Quatsch. C3 hier, so war die Partie. Turm B1. Es ist alles 0-0-0. Turm E3, A7, Turm E1 Schach. Und hier hat sich jetzt das Programm aufgehängt. Hier ist die App abgestürzt. Aber es ist ausgeglichen tatsächlich. Und ich traue mir, okay, schauen wir uns das mal an. Traue ich mir zu, die Züge zu finden? Sowohl König E7 als auch König C7 ist Remis. Man muss hier wirklich aufpassen, weil wenn die weiße Dame mit Schach nach D5, D4, A4 oder nach C3 kommt, ist vorbei. Weil, ja, dann entweder der Bau auf D2 fällt oder der Turm auf B1. Aktuell, wenn Weiß den Turm schlägt, kann Schwarz immer umwandeln. Und ansonsten droht Schwarz auch, entweder direkt umzuwandeln oder erst einen Schach zu geben und dann umzuwandeln.
König C7, Dame A vom Schach. König D6 hatte ich jetzt gesagt, ne? Ja, ist auch Remis. König D6 ist auch Remis. Sogar König B8 ist Remis. Schach. Man muss hier echt wie auf Kohlen läuft man. König B7 ist sofort verloren. Er schlägt auf D5 mit Schach und schlägt den Turm. König A7, Dame C7 Schach. So, und jetzt ist wichtig, dass man nach A8 zieht. Nach A6 zu ziehen ist verliert. Dame C6 Schach. König A5, Dame schlägt D5 Schach. König A7, Dame A4 Schach. Turm, tschüss, Situation. Aber man kann nach A8 ziehen und es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ja. Und genauso auch König D6. Er kann schwarz, also weiß kann viele Schachgebote geben, aber er schafft es nicht, das zu forcieren. Und sogar König E7 ist Remis. Dame A7 Schach. König F8, Dame C5 Schach. König E8. Ich glaube, ich hätte es geschafft, Freunde. Also wir können das, ich denke, wir können das als Remis verbuchen hier. Ich hätte noch ein bisschen gebraucht, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das geschafft hätte. Stell dir vor, so eine Stellung in Zeitung zu spielen, ja, kein Spaß. Intensive Partie gegen Magnus im Alter von 16 Jahren, aber insgesamt eine gute Partie, würde ich sagen. Insgesamt eine gute Partie, Öffnung ist gut gelaufen, dann den Vorteil leider nicht ausgebaut, im Gegenteil. Aber letztendlich irgendwie nochmal den Weg gefunden, auch wenn es echt scharf war und kompliziert. Also ich würde sagen, war eine gute Partie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.